欢迎总理先生在这个万物复苏的春天到访中国，很高兴再次会面。今年是中德建立全方位战略伙伴关系十周年，十年来尽管国际形势发生很大变化，但中德关系始终稳健发展，双方通过线上线下各种方式保持高质量沟通，各领域合作不断巩固和深化，为两国各自发展提供了动力。只要双方坚持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢，两国关系必将继续行稳致远。Herr Präsident, ich freue mich, dass seit meinem letzten Besuch hier im November 2022 ein intensiver Austausch zwischen unseren Regierungen in Gang gekommen ist. Wir haben viel miteinander zu besprechen. Wichtiger Meilenstein waren die erfolgreichen 7. deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen vergangenen Mai in Berlin. In den vergangenen 2 Tagen habe ich mit einer Wirtschaftsdelegation Chongqing und Shanghai besucht, und so sind auch die Wirtschaftsbeziehungen ein Thema, auf dessen Diskussion ich mich freue.